17. August. Neuenlindenturm bei Oberrottweil, Deutschland. Es war bereits kurz vor 1 Uhr, als sie eine kleine Wanderhütte erreichten. Das Zirpen der Grillen war zu hören. Andreas, der mit der Taschenlampe vorausging, nahm den seltsamen Gestank als erster wahr. Da brennt es irgendwo. Die Situation war ihm nicht geheuer. Schau mal, da ist doch das Feuer vom... Psst! Nach einigen Schritten blieb Andreas stehen. Riecht ihr das auch? Was? Fragte seine Frau. Das riecht doch nach verbranntem Fleisch. Das Feuer loderte, Funken stoben, die Flammen waren gut 1-2 Meter hoch. Der Geruch nach verbranntem Fleisch und angesenkten Haaren war jetzt sehr penetrant. «Hallo, ist da jemand?» Plötzlich erkannte Andreas eine Gestalt. Obwohl es Hochsommer war, trug der Mann dicke Kleider, als stecke der Kerl in einem Skianzug mit Helm. «Was machen Sie hier?» Der Mann antwortete nicht. Dann krachte ein Schuss. Andreas rannte davon, er spurtete zu seiner Familie und schrie: Lauft, lauft, lauft! Ein zweiter Schuss knallte und ein dritter. Dann waren nur noch die Schreie der Kinder zu hören. Herzlich willkommen zur Rattenshow. Ich war zum Beispiel an der Frankfurter Buchmesse. Super Sache. Ja. Ein Buch von mir war ausgestellt. Die Messe ist irgendwie so gross wie Zürich. Ja, mein Buch ist jetzt nicht so wie Quadratmeter gross. Ich weiss es ja noch aus der Zeit, wo ich selber im Buchladen gestanden bin. Man muss Promi sein. Darum habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt Promi werde. Und da gebe ich alles. Ich bin jetzt so zu Basel so ein bisschen ein Cipollata-Promi. So manchmal im Bus kommt so ein Alter, sind doch der, der hier schreibt. Ist ja eine glatte Sache. Ab den 39,80 wollen sie dann gleich nicht ausgeben. Ich fahre ja gerne Bus. Also das mag ich ja gerne. So eine halbe Stunde pro Tag. Das sind dann manchmal schon 9 Stunden. Aber im Bus gibt es ja auch Inputs für Thriller. Kommt eine Dame zu mir. Da hinten auf letzter Sitz ist ein Rucksack. Ja, jemand vergessen. Nicht so schlimm. Bringen Sie mir den Rucksack da vorne. Oh, ich nehme diesen Rucksack nicht in meine Hände. Warum denn nicht? Ja, was mache ich, wenn ein Rucksack macht TikTok? Hey, das glauben nicht. Ich habe das TikTok nicht mehr gehört. Nur noch mein Herz. Es gibt auch ganz zwischenmenschliche Sachen. Also Beziehungsknatsch. Die kriegst du voll mit als Buschauffeur. Die sitzen nebendran und machen Schluss. Via Natel. Schöner Buch, morgen früh steigt eine junge Frau in den Bus. Ich bin noch dort. Ja. Sie ist knapp dran, säckelt auf den Bus, will sich schminken. Das fängt gut an, erste Station. Tipptopp, zweite Station, tipptopp, dritte Station. Wenn niemand einsteigt, kann man gerade durchziehen. Ich habe noch gesehen, wie sie sich nochmal abgeschminkt hat. Aber man hat mir gesagt, dass ja Autoren ihr Trauma in Bücher verarbeiten. Ich bin 12 Jahre in Steiner Schule, Rudolf Steiner Schule. Wenn man das jemandem sagt, du bist in Rudolf Steiner Schule, hey, schön. Gell, du kannst deinen Namen tanzen. 12 Jahre. Schöne Zika. Gott, nicht so viel gelernt, aber immerhin schöne Zika. Meine Lesungen, die ich mache, die haben es gemerkt, sind nicht so Wasserglaslesungen. Ich habe gemerkt, dass man den Leuten mehr bieten muss. Einfach so ein Buch erzählen, kann es ja nicht wirklich sein. Wird man da noch ernst genommen? Ich meine, das Kostüm ging dir noch. Aber die Schuhe. Wenn die anhast einen Tag, ich sag, dann hast du sie in der Hüfte nachher. Gell? Stimmt? Dann hast du sie in der Hüfte und im Rücken. Ja, dann musst du auf einen behinderten Sitz. Die wollen dir freiwillig sitzen. Bücher verkaufen ist eine schwierige Geschichte. Als Cipollata-Promi.
man könnte ja ganz theoretisch ein Virus erfinden und das austesten an Ratten. Und ganz theoretisch könnte das Virus ja die Menschen krank machen. Und noch viel theoretischer könnte man ja gleichzeitig ein Gegenmedikament entwickeln. Oder entwickeln lassen. Von einer ganz anderen Firma. Und ein wahnsinniges Geschäft machen. Und das geht ein bisschen in diesem Buch. Nur, bei einem Wissenschaftler, ein Virus oder die Daten von einem Virus aus einem geheimen Labor rausbringt, das ist nicht ganz so einfach. Phil Mertens betrat die dritte Schleuse. Hier galt die höchste Sicherheitsstufe. Er musste nochmals einen Code eingeben, dann konnte er eintreten. Phil packte eine Ratte, die sich überhaupt nicht bewegte, und schaute sich den Ausschlag genau an. Er nahm von einem Tablet ein kleines Operationsbesteck und stocherte der Ratte im Maul herum. Er schaltete den Apparat ein und legte die Probe unter die Linse. Jetzt musste alles sehr schnell gehen. Er öffnete vorsichtig das Visier seines Schutzanzugs einen Spalt breit. Phil nahm das Löffelchen in den Mund, leckte es ab und verteilte die infizierte Speichelprobe der Ratte mit der Zunge in seiner gesamten Mundhöhle. Jetzt ist es an euch. Helfen mit, dass ich vom Cipollata zur Serval Prominenz werde.